Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Forest. Und heute mal mit Facecam. Ich dachte, ich teste es mal einfach aus. Ich habe hier noch eine Webcam rumfliegen gehabt mit HD. Und ich hatte schon länger geplant, mit Facecam mal loszulegen. Und Forest bietet sich da irgendwie an, wie ich finde. Und ja, deswegen heute mal mit Facecam. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie gedeichselt. Ist auch Premiere, ne? Also wie gesagt, allererstes Mal Facecam. So. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los und gucken, was draus wird. So, ich hatte euch versprochen, wir gehen heute mal ein wenig in den Wald hinaus, werden mal ein wenig jagen oder auch gucken, ob wir auf ein paar Eingeborene treffen. Ich würde es jetzt ungern herausfordern, aber... Da hatte ich schon gedacht, ich hätte was gehört. Ja, dieses Spiel, das versetzt mich in Angst und Schrecken teilweise. Wahrscheinlich höchst unbegründet, aber ja, lieber vorsichtig als nachsichtig, wie ich immer so gerne sage. So, nochmal was trinken und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon los. Moment, eine Sekunde noch. Ich wollte mir mal... Einen Moment. Hier, ne? Liste, damit ich auch hier die Crafting-Rezepte parat habe. Nicht wundern, wenn ich hin und wieder nach links gucke. Da habe ich nämlich meinen Timer hier, damit ich weiß, wie lange ich hier schon am Aufnehmen bin. So, ja, dann wagen wir uns mal in den Wald hinaus. Da hinten haben wir jetzt den Heiligen Baum. Dort hinten war das Dörflein von denen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir in die Richtung. Da sind wir zwar auch schon lang gegangen, aber hier hinten rechts am Strand eher und weniger nach links. Also gehen wir diesmal ein bisschen mehr nach links. Quasi die Richtung, ne? Ihr versteht schon. So, ich hoffe mal, ich laufe hier keine in die Arme. Das Schlimme an dem Spiel ist ja auch, man hört seine eigenen Schritte. Wenn man Äste und Gebüsche umknickt, das hört man auch selber. Man weiß nie, ist das jetzt von mir oder ist das von denen? Oder ist das von irgendeinem scheiß Bambi mal wieder? Bleib stehen! Nein, ich habe keine Verstopfung. Verdammt. Ich wollte keinen Krach machen. Mist, wir haben ja ein eingeborenes Dorf in der Nähe, also muss ich schon vorsichtig sein. Oh, was haben wir denn hier? Ein Chikuri. Was haben wir hier? Ich glaube, das sind böse Bären. Böse Bären töte ich. So, haben wir auch erledigt. Ja, und hier haben wir noch Chikuri. Und noch mehr Chikuri. Chikuri. Bleib stehen! Ach, weißt du was? Dann nehme ich lieber Chikuri mit. So, Klopfer habe ich doch gerade hier auch rumhüpfen sehen. Ham. Bambi. Naja, eigentlich ist das ja nicht Bambi, das ist ja Bambis Mutter. Man tötet ja nicht Bambi, man tötet Bambis Mutter. Damit wir der böse Jäger sind. So, ich erzähle heute schon wieder Scheiße, aber das liegt ein bisschen auch an der Nervosität. Ne, ist ja auch ein bisschen was Neues für mich jetzt mit der Webcam, auch rumzuspielen damit. Da immer mal wieder reinzuschauen. Hallo! So. Ich achte überhaupt nicht genug hier aufs Spiel. Ich alber jetzt nur mit euch rum. Weiß der Teufel warum. Ah, und das ist eine ganz, ganz lustige Krankheit. Das habe ich vorhin schon festgestellt. Ich habe vorhin schon mal eine Folge Forest aufgenommen, auch mit Webcam. Die konnte ich aber dann in die Tonne treten, weil das irgendwie überhaupt nicht hingehauen hat beim Aufnahmeprogramm. Und da habe ich schon festgestellt, sobald man die Webcam einschaltet, juckt es im Gesicht. Müsst ihr mal zu Hause austesten, wenn ihr selber YouTuber seid oder Let's Player oder... Oh. Das haben wir ja locker kaputt gekriegt. Cool. Wenn ihr selber YouTuber oder Let's Player seid oder vielleicht auch just for fun mal eine Aufnahme gestartet habt, ihr werdet es selber wissen und ihr werdet es selber merken, wenn ihr das auch mal macht. Das sind böse Bären gewesen, die töte ich. So. Bambi, bleib stehen! Nein! Ach, weißt du was? Dann nehme ich lieber Aloe Vera mit. Das können wir auch gut gebrauchen. Ich weiß überhaupt nicht mal, wo wir sind. Ich habe mich schon völlig verirrt. Ich glaube, hinter uns direkt in die Richtung müsste unser Heim sein. Ja, sehr gut. Habe ich mich doch nicht ganz verirrt. So. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal ganz normal weiter und höre auf, hier rumzubrabbeln. Da konnten wir auch noch was essen.
Das sieht nach bösen Bären aus. Böse Bären töte ich. Ein eingeborenen Haus. Ich schleich mal lieber. Oh, Alkohol. Ey, das muss ich mitnehmen. Ach ja, ich habe ja mal Molotow-Cocktails gemacht. Schon wieder ganz vergessen. Ich nehme mir im Moment 5 Let's Plays auf und meine Platte ist nicht unbegrenzt. Also wundert euch nicht, wenn zwischen jeder Folge schon mal ein Tag verstrichen sein kann. Oh, die kann ich essen. Das sind gute Beeren. Knusper, knusper. Na. Oh, habe ich glaube ich schon alles gegessen. Mist, ich wollte da rein. Aber ich glaube, hier ist keiner. Gut, dann können wir immerhin ein paar Seile mitnehmen, ein paar Rupes. So, dann düse ich mal hier weiter in diese Richtung. Also ich würde ja unheimlich gerne, würde ich ja gerne, ich würde gerne, unheimlich, würde ich gerne, mal, oh, da hinten ist da deren Dorf. Ich gehe mal ein bisschen außen rum. Ich würde ja gerne mal eine Höhle finden. So, darauf wollte ich hinaus. Weil ich weiß, es gibt hier durchaus mehrere Höhlen und ich glaube, es gibt sogar ein Höhlensystem oder mehrere Höhlensysteme. Aber ich habe bis jetzt noch nicht einen einzigen davon gefunden, auch nicht vorher in der Testaufnahme. Da habe ich auch schon rumgesucht wie bekloppt. Ich sehe keine Beeren, aber ich sehe das Essensymbol. Hm, sind gut. Cool. Was auch immer das ist, futter ich einfach mal auf. Mache ich auch so, wenn ich in den Wald gehe. Ich pfeife mir einfach alles rein, deswegen sehe ich auch so aus. weiße Beeren sind böse Beeren, die töte ich. Klopfer, bleib doch stehen. Ich habe hier was für dich. Bleib stehen. Nein, ich will dich damit doch nur streicheln. Ganz zart. Bleib stehen. Ich krieg dich trotzdem. Verdammt, wo ist er hin? Mist, der ist mir entkommen. Drecksack. Nein, da ist er, da ist er, da ist er. Nein! Aber dich kriege ich. Sehr gut. Ein wenig Raw Lizard bekommen. Nom, nom, nom. Klopfer, bleib doch mal stehen. Ich hab hier was für dich. Ja, bleib stehen. Ich habe auch keine Ahnung, wie das jetzt gerade aussah. Wahrscheinlich völlig beschränkt, aber was soll's. Ich habe Facecam. Das muss einfach mal ausgetestet werden. Ihr müsst es ertragen. Tut mir leid. Jetzt bleib stehen. Oh, ein Campingplatz. Cool. Was haben wir denn hier? Böse Bären. Böse Bären töte ich. Ich glaube, die sind gut. Scheiße. Voll erschrocken. Jetzt erschrecke ich mich schon vor Bären. Das darf doch nicht wahr sein. Also vor Bären, nicht Bären. Ne? Ich glaube, das sind auch böse Bären. Na, es sind böse Bären. Ich erzähle auch nur Schwachsinn heute. Tut mir leid. So, ein wenig Booze. Also Alkohol. Haben wir ja letztens ein paar Mollys gemacht. Können wir wieder ein bisschen was einsammeln. So. Ist ja fürchterlich. Ich gucke nur noch auf die Webcam. Ich gucke nur noch zu euch. Ich gucke gar nicht mehr aufs Spiel. Jetzt habe ich wahrscheinlich die Hälfte übersehen. Ist mir aber egal. Wir gehen jetzt weiter. Ich würde nämlich gerne eine Höhle finden. Eine öle Höhle. Da gehe ich mal besser nicht runter. Ah, wenn ich jetzt hier in die Richtung gehe, dann komme ich doch wieder zu deren eingeborenen Lager. Da will ich eigentlich nicht hin. 10 Minuten sind wir jetzt. Knapp. Ich gehe mal ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube, das ist nicht gut, so wie ich hier gerade vorgehe. So. Ja. Aggressionsbewältigung. Hurra! Scheiße, jetzt bin ich direkt in deren Dorf gelandet. Kacke. Wollte ich gar nicht. Stirb!
kleine Siegestrophäe, dass wir das Dorf hier erobert haben. So. Ah, oh, ah, da könnte ich vielleicht runter. Jetzt blitz nicht auch noch. Zeus, was habe ich dir denn getan? Mist. Was ist das denn hier für eine Matschgrube hier? Felsen. Mit Texturen unten drunter. Das korrigieren wir mal direkt. So, sieht doch gleich viel besser aus. Nein, du kannst da auch nicht rauswachsen. Verdammt. Ich habe schon wieder auf Holz gehauen. Weißt du, rennen und mit der Axt schlagen ist eine Sache, auf Holz hauen. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass das zu viel Krach macht und die das dann anlockt. Nanü? Wabernder Nebel über einem kleinen Teich hier oder Fluss oder Wasser halt. Wasser. Ist hier halt über Wasser, weißt du. Ist Nebel. Cool, kenne ich doch gar nicht. Der nächste Patch kommt übrigens auch schon bald. Ich sage schon bald, weil ich noch nicht weiß, wann ich die Folge hier raushaue. Wahrscheinlich morgen, also für mich morgen. Also wäre der Patch für euch in 1 bis 2 Tagen dann da. Also in der übernächsten Folge könnte ich schon mit dem nächsten Patch spielen. Nein, 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 bleib hier, Klopfer, nein, verdammt. Da habe ich doch gerade noch ein Molch gesehen. Molchilein, wo bist du? Mist. Mist, Mist, Mist. Hallo Klopfer, ich habe hier was für dich. Huah, ja, wir haben Klopfer getötet. Bambi kann mir egal sein, wir haben Klopfer. Apropos, wollte ich mal was gucken. Haben wir, ich glaube, haben wir. Cool. Zack. Habe ich uns mal ein kleines Beutelchen organisiert. Und zwar mit 2 Kaninchenfellen. Und ja, was bringt uns das? Ja, ganz einfach. Bringt uns insofern was, dass wir damit Beeren aufsammeln können. Wir können theoretisch alle Beeren aufsammeln, aber wir nehmen natürlich nur die Juten mit. Klopferlein, bleib doch stehen. Nein, schlag runter. Geil. Den haben wir auch noch erledigt. Also falls wir uns hier ein notdürftiges Zelt irgendwo errichten müssen, haben wir auf jeden Fall schon mal für Nahrung gesorgt. Aber ich sehe schon. Hä? Ich gehe schon wieder in Richtung nach Hause? Wollte ich doch gar nicht. Dann gehen wir mal in die Richtung. Wollen ja auch. Oh, 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 bleib doch stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Nein. Ah, nochmal. Sehr schön. Raw Lizard collected. Und die Haut haben wir auch noch. Wir sind covered in Blatt. Wir sind blutbeschmiert also. Jetzt bräuchten wir die Wasserquelle von vorhin. Oh, geil. Was ist das denn hier? Ah, herrlich. Das ist mal ein Ausblick. Leider geht die Sonne unter. Das heißt, das verheißt nichts Gutes. Da kommen nämlich die ganzen Mistviecher von Kannibalen wieder raus. Verdammt. Was sehen wollte ich schon noch. Aber wir sind sauber. Das ist schon mal gut. So, pass auf. Dann knall ich uns mal eben hier so ein temporary Shelter hin. Und wir expedieren morgen weiter. Expedition halt, ne? Dachte, ich hätte was gehört. Hier flabbert doch irgendwas rum. Das klingt voll schräg irgendwie. So. Zack. Blätter haben wir schon mal drin. Wir brauchen aber noch ein paar Sticks. Das gibt nur Blätter. Ich gehe noch mal kurz hoch. Ich glaube, ich hatte da einige Sticks gesehen. Ja. Sehr viele Sticks. Hoch. So.
Hier ist ein Steinchen. Ach, geh weg. Gabasticks. Und wir haben jetzt natürlich wieder super viel Licht. Dann mache ich mal kurz unser Feuer Feuerchen an. So. Wo sind hier Sticks? Ich hätte früher anfangen sollen, mir meinen Temporari-Shelter zu machen. Immer auf dem letzten Drücker, wie im echten Leben. So. Ah, so viele Klopfer, mach mir nicht so eine Angst. Gott, ich habe deine Brüder getötet, ich töte dich auch noch. Echt, ey, nicht einen einzigen Stick? Kann doch nicht sein. Ach, so ein Kackstein hier, weg mit dir. Mistverdammter. Warum sind denn hier keine Sticks? Steine. Hier ist ein Steinparadies. Aber nicht ein einziger Stick. Ham, ham, ham. Ich drehe gleich durch. So verbringe ich hier die Nacht, ohne auch nur eine Sekunde geschlafen zu haben. Ja, du machst mir keine Angst mehr. Oh, das hat aber armselig gequiekt. Tut mir leid. Aber es sind ja auch nur Bits und Bytes. Das ist ja kein echtes Kaninchen. Klopfer ist wohl und munter bei Bambi. Keine Sorge. So. Was ist das denn da hinten? Seht ihr das da funkeln? Was ist denn das? Erkennt ihr es auch? Das ist das Cockpit. Wie geil. Hammerhart. Also ich habe bei einem anderen großen Let's Player mal zugeschaut. Über 200 Episoden oder so. Und er hat nicht ein einziges... Nein, nein, nein. Scheiße. Nein, nein. Warum müsst ihr jetzt hier sein? Ich wollte gerade sagen, der hat nicht ein einziges Mal das Cockpit gefunden. Scheiße, die sind da hinten. Puh, zum Glück rennen die da hoch und nicht in unsere Richtung. Ist da noch einer? Das flabbert hier doch schon wieder so komisch rum. Das ist so ein flabberndes Geräusch. Ich kann es nicht besser beschreiben. Ich schwimme jetzt mal zum Cockpit. Selbst wenn wir sterben sollten, wenn wir das Cockpit sehen konnten, dann war es das wert. Wollte ich nur sagen. Geil. Nein, nicht du doofes Funkgerät, du machst zu viel Krach. Leuchtpistole, geil. Platinen, mit denen können wir Bomben bauen. Da ist der gute Pilot, der hier jämmerlich versagt hat. Was liegt denn da? Liegt da überhaupt was? Seht ihr das? Ich glaube, das ist ein Teil vom Gurt, aber ich weiß es nicht. Wow. Hallo, mein Freund. Dich habe ich ja gar nicht gesehen. Boah, wenn die da so einen Schocker einbauen würden, wirklich so einen... Uah, der springt jetzt auf einen drauf oder so. Ich hätte mich jetzt zu Tode erschreckt. So quasi letzter... keine Ahnung. Letztes Aufbäumen vom richtigen Tod oder so. Naja, so spektakulär ist das hier leider nicht. Aber ich hab's entdeckt. Ich komme hier aber nicht mehr raus. Ja, jetzt geht's. So. Was ist das denn? Und so ein... Geht nicht kaputt. Verdammt, da hinten kreist doch einer umher. Dort drüben war unsere Baustelle. Mit dem Temporari-Shelter. Aber wir haben immer noch keine Sticks. Hier ist keiner.
Hier ist alles gut. Geht schön nach Hause. Hier ist es niemand. Da möchte ich mich am liebsten ins Cockpit hocken. So. Und einfach dort die Nacht aussetzen. Verdammt. Aber wir haben noch 10 Minuten in der Episode. Mist. Kann ich nicht einfach bringen. Mist, Mist, Mist. Der gute Mann hier, der ist auch schon völlig fertig. Der keucht mir hier ins Ohr. Der will was von mir. Der will nämlich, dass wir was essen. So, hier hast du einen Snack. Hau rein. Mist. Sind die da hinten auch? Ich schwöre jetzt mal nach da hinten. In der Hoffnung, dort mal ein paar Sticks. Wir brauchen nur 4 Sticks, verdammt nochmal. 4 blöde Sticks und wir könnten schlafen. Sofern uns die Nachbarn in Ruhe lassen, aber... Ich weiß es nicht. Mann, Mann, Mann. Gott, wie lahmarschig schwimmt der denn? Der schläft ja ein. Aber ich glaube, da hinten ist es sicher. Ich sehe da zumindest keine Einwohner. Eingeborenen Kannibalen. Monster Arschlöcher, nennt sie wie ihr wollt. So. Dann gucke ich doch hier nochmal. Das kam aus der Richtung, aber ich sehe da keinen. Ich weiß auch nicht, ob ich da einen sehen will. Ich will nach Hause. Ich will nicht mehr in die weite Welt. Ich will mich einfach nur noch zu Hause hinsetzen, meine Lurche. Oh, jetzt habe ich es böse gesagt. Ich habe schon gespoilert, welchen großen Let's Player ich meine. Meine Lurche will ich verspeisen, meine Klopfer und meine Bambis. Und ihr sollt mich einfach in Ruhe lassen. Ja, nutzt ja alles nichts. Irgendwie müssen wir ja schlafen gehen. Ich bin durstig. Mir ist kalt. Unsere Energie ist furchtbar niedrig. Super Voraussetzungen, um hier zu überleben. Vor allen Dingen, wenn die jetzt kommen und uns angreifen, dann kann ich mich überhaupt nicht Verdammt, da ist schon wieder so ein Kackdorf von denen. Und jetzt bei Nacht traue ich mich da ehrlich gesagt überhaupt nicht hin. Ich bleib mal hier außen rum. Behalte die Richtung mal im Überblick. Oh, Zelte. Warum kann ich mich eigentlich nicht da einfach reinlegen? Ist doch ein gemachtes Nest. Stehe ich manchmal nicht. Alkohol, Alkohol, keine Ahnung. Das war, glaube ich, auch Alkohol. Oh, ich habe was gefunden. Ein Kreuz mit Jesus dran. Cool. Ja, ich bin ruhiger. Ich dachte, ich hätte was gehört. Hier schleicht auch irgendwas umher. Klopfer, du Drecksack! Da hat er mich schon wieder hier völlig in Panik versetzt. Ey, diese Tierschritte, die... Hallo?
Von diesem Kaninchen, das klingt wie von einem Menschen fast. Na ja, gut, ich bin ja kein Jäger, ich kann es eh nicht unterscheiden. Es klang auf jeden Fall beängstigend. Ja, Sticks, einen Stick. Immerhin. Da hinten ist ein Bambi. Jetzt haben wir schon ganze zwei Sticks. Ich sag ja, bis wir hier fertig sind, ist die Nacht schon vorbei. Da geht der Mond unter. Also, das darf nicht wahr sein. Blöde Tiere. Oh, ich räuchere dich alle aus. Eines schönen Tages, wenn ich das Spiel nicht mehr ganz so ernst nehme, nehme ich Mollys in die Hand und verbrutzel euch alle. Momentan ist mir das alles noch zu gefährlich hier. So. Flabber, flabber. Der schiebt mich weg. Seht ihr das? Der kämpft noch im Tod gegen mich. Drecksack. So. Ja. Mann, jetzt fehlt mir noch ein Stick, verdammt nochmal. Ich weiß nicht mal, ob es sich lohnt, überhaupt zu meinem Temporary-Shelter zurückzugehen. Aber mich würde es nerven, wenn da die ganze Zeit dieses Reparatursymbol steht. Deswegen würde ich allein schon aus dem Grund gerne einmal kurz zurückgehen, das fertigstellen und gut ist. Und eigentlich könnte ich das gleich auch zum Speichern nutzen, weil wir sind schon bei 27 Minuten. Das passt ganz gut. Dann können wir das als unsere Basis nutzen und von dort aus dann nächstes Mal weitermachen. Ach komm, hier muss doch... Da, zack, ich hab ihn. So, andererseits, ich bräuchte noch mehr Sticks, damit ich mir auch gleich noch ein Lagerfeuer machen kann. Und ich werde noch eher hier fündig als dort. Dort, wo wir unser Temporary-Shelter haben. So. Die Nervensäge. Ich hau mir mal eben... Nein, mach das doofe Feuerzeug aus. Ich hau mir mal eben noch eine Soda-Cannon rein. So. Stöhnt er mir auch nicht mehr ins Ohr. Ah, hier. Sehr schön. Huah. Noch ein Stick. Huah. Noch ein Stick. Ich weiß gar nicht, wie viele wir jetzt haben. Schrägstrich, wie viele wir noch brauchen. Ich nehme einfach mit, was ich kriegen kann. Hier, falls ihr euch fragt, hier, ne? Die kriege ich nicht kaputt. Das sind irgendwie tote Zweige, Bäume, Äste, wie auch immer. Die bringen nichts und die kann man auch nicht kaputt hauen. Wow! Wow, 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 wow. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Nein, nein, ich bin nicht da. Scheiße, wieso gehen die so schnell? Ich bin nicht da. Scheiße, die haben mich gesehen. Fuck. Nein, 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 nein. Ihr wollt mich gar nicht. Ihr wollt Bambi und Klopfer und seine Freunde. Die Happy Tree Friends. Die wollt ihr haben, nicht mich. Also die haben uns zwar gesehen, aber irgendwie lassen die uns in Ruhe. Vielleicht weil wir zurückgegangen sind und keine bedrohliche Haltung angenommen haben. Seht ihr, wie schön ich mein Lager dort errichtet habe? Genau unter deren Dorf. Mist. Ich schleich mal von hier weg. Gott sei Dank, die scheinen uns echt in Ruhe gelassen zu haben.
aber ich befürchte, ich muss noch mal ein Temporari-Shelter aufbauen. Das ist mir da hinten zu gefährlich. Da sind zu viele unterwegs von denen. Nun muss ich dafür wieder Zweige finden. Stickety Sticks. Wir sind jetzt schon bei 30 Minuten. Mist. Aber hier finde ich irgendwie kaum welche. Ich glaube, das ist hier irgendwie neues Gebiet oder so. Weil ich kenne davon gar nichts. Nichts kenne ich hiervon. Schlau wie ich bin, habe ich mich natürlich nicht über die letzten Updates schlau gemacht. Liegt hier vielleicht irgendwo ein Speer? Sieht nicht so aus. Schade. Da haben wir ein Steinchen, da haben wir einen Stick. Bevor ich jetzt hier wieder anfange, einen Temporari-Shelter zu bauen, gucke ich erstmal, ob ich auch für genug Sticks gesorgt habe. Also insofern, dass noch genug Sticks hier rumfliegen. Oh, ein Wildschwein. Cool. Das töte ich jetzt aber nicht. Lauf weg. Ah, wir haben genug. Hier haben wir noch zwei Sticks rumfliegen. Hier haben wir ein Wässerchen. Ja komm, hier machen wir uns jetzt mal breit. Huch, das war der falsche. So. Dann brauche ich noch die Sticks hier. Eins, zwei. Zwei haben wir dann schon mal. Drei, vier. Vier? Hallo? Hallo? Oder habe ich schon? Ja, wir können speichern. Sehr gut. Da sieht man auch schon, Slot 3 hatten wir vorher ja gar nicht. Das war mein Testspielstand quasi. Habe ich jetzt erstmal überspeichert. Und ich würde sagen, das war's dann heute mit Let's Play Forest, genau. haben wir mal eine kleine Exkursion unternommen, die mehr oder minder erschreckend und ja einschüchternd für mich war. Am liebsten würde ich ja mich in meinem Zuhause hier verkriechen jetzt. Aber für euch wage ich mich auch das nächste Mal wieder raus. Ja, das war's heute mal zum allerersten Mal mit der Facecam. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch bis dahin gut gehen. Tschüss.